Hallo, Freunde der Filmunterhaltung, und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Kung Fu Panda 4. Ja, in und Po hat ein, ja, sagen wir mal, kleines Problem. Der Meister Shin Fu kommt zu ihnen und sagt, es wird langsam mal Zeit, den nächsten Drachenkrieger auszuwählen. Aber da hat Po ja überhaupt gar keinen Bock drauf. Po wird immer noch gesprochen von Harpe Kerkeling und Shin-Fu immer noch von Reinhard Kunert, aber ja, es hilft nichts. Meister Shin-Fu besteht einfach darauf, dass er weitermacht und aber es hilft alles nichts. Meister Shinfu besteht darauf, dass er den neuen Drachenkrieger auswählt. Also lässt er ein paar Krieger kommen, die Ambitionen dazu haben, den Drachenkrieger zu werden. Und was macht unser Po? Hat er einfach überhaupt keine Lust drauf und wählt erstmal sich aus. Ja, was er aber nicht weiß, dass ein neuer Feind auf ihn lauert. Und dieser Feind hat es in sich, denn er ist in Sachen imitieren, egal ob es Kampftechniken oder das Äußere ist, sehr gut drin. Aber dieser Feind ist einfach so gerissen und so krass drauf, dass er sich erstmal auch gar nichts als dieser zu erkennen gibt. Ja, so viel kann man erstmal dazu sagen, ohne zu viel zu verraten. Ich finde, langsam, also mit Kung Fu Panda 4 sollte man die Reihe eigentlich auch mal so langsam beenden. Denn es ändert sich sowohl an der Optik nichts, denn die ist immer noch genauso geblieben wie davor. Oder es sind so kleine Änderungen, dass man sie gar nicht wirklich bemerkt hat. Und ich finde, langsam hat das Ganze auch so ein bisschen, ja, sagen wir mal so Ermüdungserscheinungen. Denn klar, Po entwickelt sich zwar immer irgendwie ein bisschen weiter, er lernt immer wieder neue Fähigkeiten und alles. Aber ja, es ist so langsam einfach mal so ein Zeit da, den Deckel drauf zu machen oder vielleicht ähm, Spin-offs zu machen, wie vielleicht Meister Shin-Fu dazu, ähm, zu, ähm, ja, zu seinen Sachen halt gekommen ist, wie er zu dem Meister geworden ist und so, wie er halt seine Ausbildung halt gemacht hat und wie er dann vielleicht dann ähm, zu den Zusammentreffen mit den Furiosen 5 gekommen ist, wie er die dann ausgebildet hat und so, vielleicht, dass man da in diese Richtung geht. Aber... So im Großen und Ganzen finde ich, ist die Geschichte da jetzt so auserzählt. Was aber nicht heißt, dass der Film schlecht ist. Also der Film macht auf jeden Fall immer noch Spaß. Der Po bleibt einfach so, wie er ist. Er schafft trotzdem sich aus irgendwelchen Gründen genau die richtigen Sachen da rauszusuchen, um dann doch irgendwie sich da irgendwie bei, bei ja sagen wir mal... Im, im Feld zu halten. Aber man hat das Ganze jetzt irgendwie schon dreimal gesehen und ob das jetzt beim vierten Teil jetzt auch nochmal so sein musste, ja, kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber für Kinder ist der Film, die da jetzt da nicht so kritisch drauf gucken, auf jeden Fall gut geeignet. Es ist, ist ein guter Film immer noch und ähm, ja, mit FSK 6 kann man da auch wirklich mit den kleineren auch mit reingehen und ja das kann man erstmal dazu sagen und der Film startete auch schon in den ersten Tagen auch schon sehr erfolgreich was auf jeden Fall auch ein Zeichen dafür ist dass ähm, ja dass der Film sehr gut ankommt und immer noch eine große Fangemeinschaft hat was man auch so ich finde auch so, wie sich die Charaktere so ein bisschen weiterentwickelt haben, fand ich auch ziemlich gut. Zum Beispiel, ähm, dass Mr. Ping und ähm, Li Shang sich mittlerweile auch immer besser verstehen und ähm, jetzt nicht mehr wie bei Teil 3 das hatten. So, dass sie noch so ein bisschen so im Konkurrenzkampf sind und sich noch so ein bisschen, ja, noch so ein bisschen im Clinch sind oder so. Nein, das ist jetzt mittlerweile auch ähm, beigelegt worden, was ich auch sehr gut fand. Und ähm, ja, es kommen auch ein paar neue Weggefährten dazu, beziehungsweise Leute, die sich dazu entwickeln. Und das alles, das ist, man hat auch wieder so ein bisschen Zusammentreffen mit älteren Charakteren. Ja, also ich finde, das ist eigentlich ein rundes Paket, was aber eigentlich nicht wirklich viel Neues bietet. Aber. Es ist einfach eine Geschichte, die dann halt einfach weitererzählt wird. Wie gesagt, an der Optik hat sich auch nicht viel getan. Die Animationen sind immer noch so, wie sie sind, wie man sie kennt. Sauber, aber jetzt halt äh, nicht wirklich weiterentwickelt. Ja, die Musik ist immer noch von Hans Zimmer und Steve Maraz Mazzaro, die auch weiterhin ähm, eine sehr tolle Arbeit abliefern. Bei Hans Zimmer braucht man da generell ja keine ähm, Angst zu haben. Sei es äh, Actionfilme, sei es jetzt hier auch Animationsfilme, das ähm, ist schon gar nicht mal so schlecht. Beziehungsweise da weiß man einfach auch halt, was man kriegt. Die haben es einfach raus. Ähm, ja, aber das kann man dazu sagen. Und dass der Film, also es erstaunt mich immer wieder, dass ein Animationsfilm ein Budget von über 80 Millionen hat und das ohne. Marketing, was man immer dazu sagen muss, finde ich schon ziemlich krass. Also überrascht mich. Und der Film ist das mit 94 Minuten auch nicht zu lang. Aber er hatte schon an manchen Stellen, fand ich jetzt, ja, hätte man vielleicht da sogar ein bisschen kürzen können. Aber gut, das ist auch alles, alles auch so ein bisschen Geschmackssache. Ja, und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich auch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo, Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator: T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen: Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, Randa. Und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja, also, die Geschichte Kung Fu Panda ist jetzt in die vierte Runde gegangen. Und meiner Meinung nach sollte es dann auch so langsam die letzte Runde sein. Es sei denn, man macht jetzt noch irgendwelche Spin-Offs mit irgendwelchen Charakteren. Das wäre jetzt noch mal okay. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist die Geschichte jetzt so ein bisschen auserzählt. Klar, man kann es in einem fünften Teil... Könnte man jetzt nochmal einen neuen Feind nehmen und ähm, wo er dann vielleicht dieses oder jenes dann auch wieder macht. Und ähm, ja, aber irgendwie ist es dann doch langsam irgendwie auch auserzählt. Da sollte man vielleicht dann andere Charaktere in den Vordergrund stellen und wo er dann halt im Hintergrund dann halt ist oder als, ähm, als Nebencharakter halt auftritt. Das wäre vielleicht dann schon eher etwas, wo man dann sagen könnte, gut, damit kann man dieses Franchise noch mal ein bisschen frisch halten. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, für das der Film, ja, zwar ein bisschen, da geht's jetzt mal, das Genre so ein bisschen ausgelutscht ist, aber trotzdem Spaß macht, gebe ich den Film zwischen drei und vier Totenköpfen. Da, finde ich, ist man sehr gut beraten. Zwischen drei und vier Totenköpfe von fünf, das ist, denke ich mal, ein sehr gutes Ergebnis für diesen Film. Das passt schon so weit. Ja, das war meine Filmbewertung von Kung Fu Panda 4. Wenn euch gefällt, was ich mache, schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und falls euch weitere Filme interessieren, schaut doch mal in die Playlist, da gibt es auch noch viele weitere Filme, die ich mittlerweile schon bewertet habe. Ich wünsche euch einen schönen Tag bis demnächst.